und lobbyieren da dann auch entsprechend Ja. für ihre Firmen und die Interessen der Firmen. Also das ist ja klar. Die Politik lebt ja auch von diesen von Lobbyisten schlussendlich. Die Interessen werden da auch abgewogen. Das passiert ja ständig. Deshalb haben wir die Debatten. Das ist so. Und man versucht dann natürlich immer die Vorteile rauszubringen. Und es ist immer so: Da, wo schon Geld ist, da lässt sich besser auch kommunizieren. Da sind die Medien dabei. Da fließt das Geld. Da ist was machbar. Und auf der anderen Seite steht einer oder steht eine kleine Gruppe, die haben so eine wirre Idee, dass man etwas ändern könnte. Und das Geld fällt hinten und vorne. Also die können nicht lobbyieren, mit anderen Worten. Also da gibt es schon dann entsprechende Hemmnisse, um etwas tatsächlich auch zum Laufen zu bringen. Das ist strukturell gegeben. Ja. Ist einfach so. Und traurig, aber wahr. Ja, ist so, ja. Genau. Also braucht es lange. Das meine ich damit auch. Es braucht einfach lange. Aber steter Tropfen höhlt den Stein. Auch das ist wieder so. Das heißt, wenn dann verschiedene Bauern tatsächlich angefangen haben und überzeugt sind davon, dass da ein Phänomen vorliegt und vielleicht auch verschiedene Institute sich mit einer bestimmten Fragestellung in diesem Umfeld auseinandergesetzt haben, mal Publikationen da sind, dann entsteht langsam und kontinuierlich ein Interessenaufbau für dieses Thema. Ja. Und wenn das dann da ist, dann dynamisiert sich das von selbst. Wir wollen da mithelfen, das ist auch klar. Deshalb das Buch. Ja. Die Auswirkungen, das würde mich noch interessieren, die diese Entdeckung auf das Thema Gentechnik hat und auf das Propagieren der Gentechnik. Wie ist das einzuschätzen? Es ist klar, dass die Gentechnik im Hinblick darauf ausgerichtet ist, Schädlingsbekämpfung zu erzielen auf der einen Seite, auf der anderen Seite schon auch wieder Saatgut, das austreibbar ist, aber nur Eingenerationsfähigkeit hat, das heißt dann infertil wird, zu produzieren, das heißt, dass man es nicht wieder als Saatgut benutzen kann. Für neues eine kaufen muss. Und wieder neues kaufen muss. Also auch da, um Produkte halt besser auf den Markt zu bringen und zu platzieren und zu verkaufen, den Verkauf zu steigern. Das sind Möglichkeiten, die in der Biotechnologie gesucht und auch gefunden worden sind und auch umgesetzt werden. Auf der anderen Seite steht dem natürlich dann das gegenüber, dass hier Saatgut, das fertil ist, produziert wird, das immer wieder verwendet werden kann und die Abhängigkeit auch. Auflöst. Also da ist auch eine Opposition da, dieses Verfahren zu entwickeln, weil es könnte die Biotechnologie schmälern, ja. Also die biotechnologischen Produkte und den Bedarf davon. Nun ist natürlich hier ein Potenzial für diese neue Form des Verfahrens eigentlich gegeben, weil es gibt auch eine gewisse Publikumsresistenz, also Konsumentenresistenz gegen gentechnologische Produkte. Man sucht sich eher die biologischen. Warum haben diese biodynamischen Betriebe plötzlich so einen reißenden Absatz ihrer Produkte, obwohl die teurer verkauft werden können wie die herkömmlichen? Warum ist das so? Warum bekommt man diesen Konsumentenkreis eigentlich und kann die Überzeugung liefern? Das ist, weil man nicht weiß, welche Risiken da eingearbeitet werden und weil man diese Abhängigkeiten trotz allem auch schon verstanden hat. Also ich glaube, das Thema Abhängigkeit, das Stichwort, ist noch ein ganz wichtiges. Also der Landwirt, der im Grunde genommen immer wieder gezwungen ist, neues Jahr für Jahr neues Saatgut zu kaufen, und es sich nicht selber produzieren kann, ist natürlich katastrophal abhängig, während der Landwirt, der mit ihrer Methode im Grunde genommen ein immer wieder fruchtbares, selber sich sein eigenes Saatgut produziert, der kauft bei einem Agrokonzern natürlich nichts mehr ein. Ja. Also ich sehe das auch so. Und gleichzeitig, also es gibt auch andere solche Abhängigkeiten. Das eine ist, gehen wir auf die Entwicklungshilfe, wenn wir in der dritten Welt einen Bauern dazu bewegen wollen, anzubauen, dann macht er das nur
ohne großen Enthusiasmus, aufgrund von dem, dass natürlich auch Entwicklungshilfe in Form von Mehlsäcken, von abgefüllten Mehlsäcken gratis verteilt wird. Und er, wenn er angebaut hat, Kosten gehabt hat, seinen Ertrag nicht verkaufen kann, weil die gehen alle dann die Entwicklungshilfeprodukte holen und kaufen eigentlich nicht. Also die Entwicklungshilfe selbst unterläuft sich, sagen wir jetzt mal, dadurch, dass sie die Fertigprodukte schon ausliefert und damit die Produktion und das Empowerment der Leute und das, dass sie selbst effektiv aktiv sind, unterwandert. Das ist auch so eine Abhängigkeit, die da drin liegt. Da ist es wieder eine andere. Also, dass man im Prinzip das Produkt schon fertig hingibt und gratis hingibt auf der anderen Seite, damit verhindert, dass überhaupt ein Bewusstsein und eine Entwicklung, ein technologisches Know-how eigentlich überhaupt aufgebaut werden kann. Das ist jetzt eine ganz andere Sicht, aber das ist jetzt Entwicklungshilfe. Also, ja. Und hier ist die Abhängigkeit des Saatguts mit Terminator-Genen etc. und der Bauer, der das immer wieder zu kaufen hat. Also Terminator-Gen ist eins, was dafür so wirken soll, dass die zweite Generation eben infertil ist. Einfach nicht. Einfach nicht. Man kann sie ausbringen, aber es passiert nichts. Das kommt nicht, oder? Ja, das treibt nicht mehr raus. Also die sind infertil. Sie haben den gleichen Nährwert, es ist wunderbar zur Mehlverarbeitung etc., aber wir brauchen wieder neues Saatgut. Gut, und damit ist natürlich dann auch die Abhängigkeit nicht nur hierzulande, sondern natürlich auch bei den Entwicklungsländern, von denen, die diese Saatgut herstellen, so als ewiger Kreislauf garantiert und natürlich auch die entsprechenden Einnahmen auf die Art und Weise auf Dauer garantiert. Und das wurde ja hier im Grunde genommen durchbrochen. Stichwort Dritte Welt führt mich zum letzten Punkt, nämlich zu der Frage, wie es mit der Entdeckung Ihres Vaters, mit Ihren Ergebnissen, der Fortführung der Forschung weitergehen könnte. Gibt es da Planungen? Was haben Sie für Ideen und Vorstellungen, damit umzugehen? Also es hat jetzt aufgrund des Buches, das wir veröffentlicht haben, um die Geschichte dieser Entdeckung eigentlich mal ein bisschen aufzuzeigen, haben wir Resonanz gehabt in der deutschsprachigen Welt, weil es ist ein auf Deutsch publiziertes Buch. Und das hat uns dann natürlich auch dazu gebracht, nachzudenken, wie ist denn das im französisch sprechenden und im englisch sprechenden Raum. Da ist das Interesse auch da und wir haben jetzt eine französische Übersetzung gemacht. Und zwar deswegen, weil extensive Landwirtschaft eben trotzdem unterstützungswürdig ist in der dritten Welt und wir da eigentlich ein Projekt in Burkina Faso angestrebt haben, zu realisieren. Und damit die Leute auch da unten das Buch mal lesen können und verstehen, um was es geht, haben wir das auf Französisch übersetzt. Das wird dann wahrscheinlich in etwa nächsten Frühjahr oder so wirklich rauskommen. Was soll dann konkret in Burkina Faso? In Burkina Faso soll Weizen angepflanzt werden. Es wird in Burkina Faso eigentlich Mais und Baumwolle angepflanzt. Das ist ein relativ großer Baumwollproduzent. Und es gibt Tilapia, das ist ein Fisch, der gezüchtet wird. Also das sind so die Hauptprodukte, die hergestellt werden von Burkina Faso. Und wir wollen im Prinzip jetzt da ein weiteres Produkt dazufügen und das wäre der Weizen. Mais, den Ertrag steigern und gleichzeitig dann auch noch Weizen produzieren, versuchen. Es wurde mal auf dem ariden Boden versucht, aber es gibt auch unterschiedliche Boden. Es ist auch relativ hoch gelegen und da gibt es unterschiedliche Bodenstrukturen. Also könnte man da auch unterschiedliche Saatgutformen für die Sahelzone eben entwickeln. Oder? Das ist die Vorstellung, die da ist. Und wir haben eine Kooperation von 100 Bauern, die da unten warten, dass wir mal mit Säcken und Saatgut kommen, das exponieren und dann bewirtschaften können. Also die Kooperation besteht. Wir haben jetzt auch mit Frankreich eine Zusammenarbeit im Departement La Réunion vor, in dem man da mal ein Institut aufbauen möchte auf La Réunion. Das liegt ja zwischen Indien und Madagaskar, Afrika, im Indischen Ozean. Und die möchten eigentlich
da zu unterstützen. Also das ist jetzt zum ersten Mal eine Behörde, die gesagt hat, wir haben Interesse, da etwas zu bewegen, wollen das jetzt mal kennenlernen, möchten da jetzt mal ihre Kenntnisse kennenlernen und da soll es im nächsten Frühjahr jetzt ein Forum geben auf La Réunion über das ganze Thema, das sowohl die wirtschaftlichen wie die sozialen, wie die biologischen, also die wissenschaftlichen und die ethischen Fragen beleuchtet. Also eben auch die gesellschaftlichen schlussendlich beleuchten soll. Für die dritte Welt im Fokus, aber gleichzeitig auch überhaupt für Ernährung. Und die Forschungsergebnisse, auch die Patente, die Sie inzwischen zurückgekauft haben von Ciba Geigy, die stellen Sie im Grunde genommen dann